Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um die Weekly-Chest und ja, wir wollen insgesamt bei 4 Charakteren die Kiste aufmachen. Und ich hoffe, der ein oder andere Loot ist dann drin bei den 4 Chars. Am Anfang machen wir hier den Main und ja, da war ich ein bisschen M-Plus unterwegs. Ich habe letzte Woche ein bisschen geslackt tatsächlich, ich habe nur eine im Plus gemacht, also haben wir nicht sonderlich viel Auswahl. Ich hoffe aber dennoch, dass die Lootgötter mir gnädig gesonnen sind, dass ich was Gutes rauskriege. Ich liebäugel seit Release mit Schultern, ne? Ich habe immer noch 207er Schultern, Rücken ist auch noch kacke, mal gucken, vielleicht sind die Lootgötter mal gnädig und ich krieg Schultern raus, das wäre so gut. Ich würde sagen, wir starten durch. Bei den Twinks, da war ich, krieg so ein bisschen Raid-Loot aus dem LFR, also nichts Tolles. Umhang. Den kann ich tatsächlich brauchen, ne? Ich wollte mir eigentlich einen Umhang. Warte, dann brauche ich den sogar noch für Transmog? Das ist sogar gut tatsächlich. Ich hätte zwar lieber die Schultern gehabt, ne? Aber, da habe ich auch noch einen lowen Rücken, also 226. Mastery Versa sind sogar gute Stats tatsächlich. Ja, den können wir brauchen. Beschwere ich mich nicht. Was kriege ich denn jetzt? Ah, ich krieg einen 17er Key, obwohl ich nur einen 15er war, ne? Weil ich die Woche davor einen 18er gemacht habe. Ah, interessant. Also dass du fällst nicht auf den letzten Key zurück, den du gemacht hast, sondern der geht schrittweise vom höchsten nach unten. Okay, jetzt habe ich trotzdem noch einen 17er. Gut. Nice, auch ein Transmog, ne? Den konnte ich tatsächlich brauchen, den Umhang. Warte mal, Umhang hatte ich verzaubert. Dann würde ich sagen, mache ich da auch gleich noch eine VZ drauf. Bringt mir natürlich wieder ein bisschen Item-Level hoch. So, Umhang gleich mal anlegen. Und dann müssen wir, ich weiß gar nicht, was, ich hatte da diese komische Knochen-VZ drauf, ne? Muss ich bloß mal schauen, ob ich die noch finde. Und zwar, ah, das haben wir schon abgespeichert. Okay, perfekt. Nice, und jetzt hauen wir uns da noch eine VZ drauf. Und wir hatten hier drauf 20 Ausdauer und Lifesteal. Ich hoffe, das ist die beste. I don't know. Ich habe nämlich mal irgendeinen Käse drauf gemacht auf mein Loki, weil ich dachte, ah, ich kriege ja bald bessere Sachen, ne? Und jetzt ein Vierteljahr später tausche ich als erstes mal den Umhang um. Also, ja, vielleicht war es auch nicht die beste Idee, nur über M-Plus zu gieren, aber das ist nochmal eine andere Sache. Gut, jetzt muss ich mal gucken, wie heißt denn das Ding? Steht das dran? Ne, das sehe ich hier irgendwie schlecht. Wahrscheinlich irgendwas mit Lebensdiebstahl. VZ. Hier, da haben wir es. Geschwindigkeit, Vermeidung, Lifesteal. Ah, Vermeidung wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, Lifesteal ist das Beste. So. Einmal draufhauen, dann kann ich eigentlich den Umhang die Hasen geben, weil das braucht kein Mensch mehr. Langsam geht mein Item-Level auch nach oben, ne? Hatten wir Glück, dass wir. Warte mal, habe ich den falschen jetzt? Ne, okay, das buggt nur. Ich dachte, jetzt habe ich den alten jetzt nochmal verzettet. Habe ich 200 Gold im Fenster rausgeschmissen. Gut, was brauchen wir jetzt noch mit dem hier? Wir haben noch 207er Schultern und 207er Gürtel. Also die beiden Slots würden wir noch brauchen. Und 213er Ring, gut, und den habe ich auf 220, also die müssten wir auch noch mal austauschen. Ja, aber so langsam sieht es gut aus, sind jetzt noch 2 Slots. Ich glaube, ich mache das weiter, dass ich halt jetzt nur noch eine Instanz pro Woche laufe und halt einfach drauf gamble, dass ich die Items noch kriege, so vom Gear. Passt jetzt halbwegs sogar, ne? Es könnte natürlich immer besser sein. Auf ein paar Items hätte ich gern eher noch, hier zum Beispiel auf der Brust, Versa drauf, ne? Und nicht Crit, aber naja, es hilft halt nichts. Gut, aber das freut mich jetzt, ne? Hat soweit gepasst. Wir haben einen Seuchensturz als Key, das ist okay. Und ich würde sagen, wir locken um und schauen mal bei meinen anderen Charts, was ich da noch drin habe. Und was habe ich denn gemacht? Ja, genau, ich habe mit 3 Chars haben wir jetzt noch LFR-Kisten und ich hoffe, dass noch ein paar Waffentoken drin sind. Und hier mit dem Monk bin ich schon online. Da können wir gleich mal reingucken, was der drin hat. Ich war gerade schon wieder im LFR und habe schon ein Waffentoken rausgezogen. Vielleicht ist da ja noch eins drin, wenn wir viel Glück haben. Ah, noch ein Waffen. Ist das das gleiche? Ah, das ist sogar das gleiche. Ich wusste nicht, ob ich das nochmal kriegen kann. Jetzt mal schauen. Es dürfte nicht einzigartig sein.
Nice, jetzt haben wir gleich zwei Waffentokens, jetzt geht was hier. Okay, das war jetzt lucky. Und im LFR habe ich hier noch einen Ring gekriegt, der anscheinend so 30, 40, 50.000 Gold wert sein soll. Mal gucken, vielleicht bringen wir den auch noch los im Auktionshaus. Ich weiß zwar nicht, wer für einen LFR-Ring so viel zahlt, aber ne, gibt anscheinend Leute, die dafür für Ringe ein wenig Gold raushauen. Hm. Dann swappen wir hier auch mal. Und zwar hier auf den anderen Druid. Läuft ja wie am Schnürchen. Jetzt haben wir schon ein Item gekriegt, was ich brauchen kann mit dem Main. Wie gesagt, ich hätte zwar lieber die Schultern gehabt, aber der Umhang ist tatsächlich auch gut. Dann haben wir ein Waffentoken und jetzt haben wir noch zwei weitere Druids und ich hoffe, da ist vielleicht noch ein Waffentoken drin. Dann sind wir nämlich bald mal fertig mit dem LFR-Farmen. Das ist schon immer auch ein bisschen zeitaufwendig. Ne? Also macht zwar oft nebenbei, aber trotzdem. Und, na, hier haben wir leider keinen Token. Haben wir irgendwas, was ein Upgrade wäre? Ich glaube nicht, oder? Was haben wir hier? Da haben wir ein besseres Teil. Da haben wir dasselbe an. Und das Trinket ist, glaube ich, auch nicht gut. Komm, nehmen wir hier noch ein bisschen Stiegier. Vielleicht kann ich es irgendwann mal für irgendwas brauchen, ne? Ich bezweifle es zwar, aber man weiß ja nie. Gut, und dann haben wir noch einen letzten Char. Da müssen wir bloß gerade noch einloggen. Aber ich bin schon vollkommen zufrieden. Also, mit der Geschichte, dass ich quasi mit einem Key tatsächlich ein Item rausgekickt habe, was ich fürs Gear brauchen kann mit dem Main, ne? Das stimmt mich schon sehr, sehr positiv tatsächlich. So, anscheinend haben wir hier irgendeinen Transmog noch bekommen, wo ich mit dem hier einem einloggen kann. Schauen wir einmal rein, was wir hier noch drin haben. Ich habe letztens... Nee, guck mal, hier haben wir sogar auch nochmal einen Einwaffentoken und... Ah, schade, okay. Wäre auch zu schön gewesen. Können wir hier irgendwas brauchen? Da haben wir schon ein besseres. Das hier wäre ein Upgrade, ne? Die Schultern. Ach komm, nehmen wir die Schultern. Ist zumindest ein Gear-Upgrade für den Char. Why not? Der hat noch blaue 181er-Items an hier. Zack. Da gibt es sogar ein Achievement. Episch. Wunderbar. Hat er auch noch ein bisschen besseres Gear. Und ja, dann sind wir damit tatsächlich auch schon durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Opening in der Woche wieder. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela. Bis dann. Ciao.